nur der erste Moment war eklig. Danach war es einfach nur widerlich. Aber... So, wir pumpen jetzt schon wieder die Marienchenkäfer. Und wenn ich überlege, dass wir jetzt da oben rauf wollen. Naja, also ich habe mir jetzt mal fest vorgenommen, nach dem Ausflug werde ich mich mit dem Thema Ultralight-Tracking beschäftigen. Das ist doch ein Unterschied. Jetzt hier so, wir haben gerade die Wasserreserve nochmal voll gemacht, wieder 20 Kilo auf dem Rücken hat oder vielleicht doch nur 12. Aber mal schauen, wir werden sehen, ob wir da oben ankommen. Aber alles eine Frage des Mindsets. Ja? Alles eine Frage des Mindsets. So, der nächste Wegpunkt. Ach, unser Ziel, kleiner Winterberg, soll jetzt noch eine Viertelstunde sein. Alex und ich sind so ein bisschen pessimistisch, ob das stimmt, aber wir stoppen die Uhr. Hm? Bis zum Fuß vom Winterberg. Wir halten euch auf dem Laufenden. Zwischendurch sind auch noch ein paar Bofen auf den Stufen, für die, die es nicht schaffen. Aber wir schaffen das. Puh. Und weiter geht's. So, wir sind auf den letzten Metern. Wir haben es endlich gleich geschafft. Hat mal richtig Kraft gekostet. Ah. Wie viele waren es? 514 jetzt. 514 Stufen. Also wer Beintraining machen will, der kann gerne hierher kommen. Ja, auf jeden Fall. Challenge ohne Stop. Ich hab bestimmt 7 gebraucht jetzt. Ja, es war... So, wir sind jetzt angekommen auf dem kleinen Winterstein und werden echt... Danke dir. Ciao. Wir haben eben noch zwei andere hier oben getroffen an der Aussichtsplattform und wir wurden wirklich für einen grandiosen Ausblick belohnt. So, wir werden dann auf jeden Fall noch ein bisschen hier auf dem kleinen Winterberg verbringen. Wir wollen uns nochmal einen schönen Kaffee jetzt machen und einfach diesen Ausblick genießen. Der ist echt Wahnsinn. Ich glaube, man kriegt das gar nicht so auf die Kamera rauf. Wir haben versucht, das Bestmögliche vom Panorama hier raufzubekommen. Ist echt richtig schön. Jetzt kam auch nochmal die Sonne raus. Da haben wir einfach wieder Glück gehabt, wir Glücksritter. Genau, wir melden uns dann später nochmal, wenn es dann weitergeht. Wir haben jetzt hier eine richtig schöne ausgiebige Pause gemacht. Ja, waren jetzt bestimmt 1,5 Stunden, 2 Stunden saßen wir hier ganz gemütlich, haben den Ausblick genossen und werden uns jetzt auf dem Weg weiter Richtung Schmilka machen.
Und dann schauen wir mal schon langsam um nach vielleicht der nächsten Bofe, wo wir dann heute Abend wieder zurückkehren. Wir haben zwar noch ein paar Ziele, die wir noch abarbeiten wollen, aber mal gucken, ob wir die schaffen. Wir machen das relativ spontan. Dann geht es jetzt erstmal weiter. Was man leider wirklich viel zu oft sieht, sind echt so Gebiete, wo der Borkenkäfer sein Unwesen getrieben hat und echt viele Flächen, die komplett brach liegen, wie hier zum Beispiel gerade schon wieder. Ja, wir hatten eben gerade schon ein Schild gesehen von der Forstverwaltung, wo auch nochmal darauf hingewiesen wird, auf die Problematik. Aber auch, dass man das als Chance sehen soll, dass der Wald nicht stirbt, sondern sich nur verändert. Hoffen wir, dass der Mensch ihm auch die Chance gibt. So, und wir marschieren hier erstmal weiter. Auf! So, man würde ja am liebsten viel mehr filmen. Wir sind jetzt hier gerade auf den Lehnsteig Richtung Schmilka. Das ist echt einfach nur links, rechts sind die Sehenswürdigkeiten und tollen Ausblicke. Das sieht man gar nicht so alles auf die Kamera. Ich versuche das Bestmögliche mit einzufangen. Und der Alex macht noch ein paar schöne Fotos mit seiner Kamera. Und guckt euch diesen Sonnenschein an. Wahnsinn, ey, wir haben so ein Glück mit dem Wetter. Echt bombastisch, macht richtig Spaß. Wieder ein paar Meter marschiert und haben jetzt noch mal eine schöne Bofe gefunden. Die wird zwar nichts für die Nacht sein, aber der Ausblick ist hier echt richtig schön. Wir werden zumindest mal einen Schluck trinken. Schön! Schön! Und diesen Ausblick genießen. Wir sind jetzt dann in unserer Bofe angekommen. Wir haben uns dann doch dazu entschlossen, jetzt hier zu bleiben. Das ist einfach echt ein schöner Platz hier. Wir haben jetzt dann noch ein bisschen mal schon rumgeguckt, dass wir alles in der Nähe haben. Wir haben auf jeden Fall eine gute Wasserquelle in der Nähe. Und wir haben halt echt einen schönen Panoramablick. Und hier gibt es echt noch so richtig komisch mystische Ecken. Die würde ich euch gleich nochmal zeigen. Dann lasst uns mal loslegen. Wir sind jetzt auf dem Weg in den mystischen Zauberwald, um nochmal unsere Getränkevorräte aufzufüllen für die Nacht und für den Abend. Und ja, da werden wir dann jetzt erstmal Wasser auffüllen und dann gucken wir mal, ob wir noch den Sonnenuntergang schön eingefangen bekommen. Erledigt. Hey, gute Laune. Oh, Hand stirbt auch gerade. Kein Gefühl mehr dran. Ja. Mich wundert, dass ich jetzt einfach mal einen Sack habe fallen lassen. Oh nee. Gerade wenn er voll ist und schön schwer. Ja. Hast du auch mal nur zwischen zwei Fingern? Ja. So richtig schön. Hier ist alles blau, schön durchblutet. Danke. Oh, schön. Ich bin so dreckig.
dreckig, nass, alles. Das mit Slow Motion. So, das Wasser haben wir abgeschmissen. Wir laufen jetzt mal ein Stück vor zu so einem Felsen und werden erstmal den... Der Ostterrasse. Der Ostterrasse? Nee, Westterrasse. Mann! Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Und dann werden wir erstmal den Sonnenuntergang genießen. Bis gleich. Abendbrot gegessen und beobachten jetzt noch echt den wunderschönen Sternhimmel. Also da haben wir heute wieder richtig Glück gehabt. Wir haben unsere Schlafsetups wie gesagt vorhin noch aufgebaut. Und dann haben wir noch ein bisschen hier gechillt in unserer Bofe und den Sonnenuntergang genossen, den Sternhimmel. Es war echt wunderschön und da ist die Kamera mal ausgeblieben zwischendurch. Und genau, jetzt werden wir noch den Abend ganz in Ruhe ausklingen lassen, haben uns gerade noch einen Tee gekocht, werden dann auch zu Bett gehen. Heute ist es auch mal ein bisschen später geworden, jetzt ist es schon um 9:30, aber ich denke mal, dann sind wir auch bald im Bett und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Guten Morgen. So, wir haben nun wieder ausgeschlafen. Heute ist mal recht lang geworden. Es ist jetzt mittlerweile 8:45 schon. Mit unserem schönen Sonnenaufgang wird wieder nichts. Der Himmel ist wieder komplett im Nebel verhangen. Wir sind jetzt uns erstmal einen Kaffee gemacht. Wir werden erstmal einen leckeren Kaffee trinken, ein bisschen Frühstück essen. Und dann werden wir uns mal überlegen, wo es heute lang geht. Und dann lassen wir uns von dem neuen Tag mal wieder überraschen. Dann bis später. Wir haben nun gut gefrühstückt und überlegen noch ein bisschen, wo wir heute hinmarschieren. Wir überlegen noch der Pfaffenstein, ob wir da uns auf den Weg hin machen. Ja, schauen wir mal. Wir werden gleich nochmal in die Denkerstunde gehen. Die Sonne kommt jetzt langsam durch den Nebel durch. Das ist echt ein schönes Panorama jetzt hier aus unserer Bofe. Genau, aber bevor wir jetzt hier starten, kommt erstmal die Körperhygiene. Wir werden nämlich schön duschen gehen. So, wir sind jetzt in unserer Naturdusche angekommen und werden uns erstmal morgendlich erfrischen. Gut. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Lebens. Uiuiui. Dass die Füße das Schlimmste sind. Wir sind nicht dran, ne? Das geht halt irgendwann, ne? Ich spüre einfach nicht mehr. Ja, man ist durch. Puh. So, wir sind jetzt sehr gut erfrischt. Nur der erste Moment war eklig. Danach war es einfach nur widerlich, aber war echt richtig schön erfrischend mit den Füßen. Das ist immer das Schlimmste, irgendwie, dass man die wieder warm bekommt. Der Körper wird recht schnell wieder warm, aber war mal eine andere Morgendusche. War der Alex, der taut gerade hinter mir da auf. Er hat auch seinen Körper erfrischt unter diesem eisigen Wasserfall hinter uns. Also kann man sagen, empfehlenswert. Gerade noch ein anderes Wanderpärchen getroffen. Und dann hört sich an, als wenn wir hier als Pärchen unterwegs sind. Mann! Wir haben noch zwei andere Personen getroffen. Eine Person war eine Frau und eine Person war ein Mann. Und wir haben uns noch ein bisschen gefachsimpelt übers Bofen. Genau, und jetzt geht es dann endlich los. Und wie immer beginnt unsere Tour mit Stufen, Stufen und Stufen. Ja. Wir können auch mal so ein bisschen Brokeback Mountain machen.
Aber mit leeren Rucksäcken mal eine angenehme Richtung. Runterwärts. Ja, ja. Also das merkt man jetzt auf jeden Fall, dass man jetzt schon ein bisschen Material verbraucht hat im Rucksack. Und aktuell so gut wie kein Wasser hat. Ja, dass unsere Wasserbestände echt auf dem Minimum sind. Ich glaube, ich habe noch 200 Milliliter. Aber wir müssen dazu sagen, wir sind in einer halben Stunde an der nächsten Quelle. Und da werden wir erstmal richtig voll machen. Ja, und Licht draufbringen, bevor es wieder hochgeht. Ja, ja. Was einfach schön ist, einfach die Natur hier. Also links, rechts, überall diese Felsmassive. Das kriegt man halt auch gar nicht so auf die Kamera. Ich versuch's mal hinter mir so ein bisschen. Ist echt einfach wunderschön, hier durchzulaufen. Also ich kann es euch einfach nur empfehlen. Für ein großes Abenteuer muss man nicht weit reisen. Da kann man auch mal in die sächsische Schweiz fahren. Ne? Mal kostenlose Werbung auf der Stelle fürs Elbsandsteingebirge hier. So, ich werde mal die Kamera wegpacken, bevor ich mich hier noch auf die Fresse lege. Wir verlassen jetzt den Nationalpark Elbsandsteingebirge, sind jetzt kurz vor den Toren Schmilkers und werden mit der Fähre übersetzen und dort Richtung Pfaffenstein marschieren. Das ist ja dann sozusagen nicht mehr, gehört nicht mehr zum Nationalpark. Ja, aber ich glaube, man könnte locker 2 Wochen hier drin marschieren, übernachten und die Zeit verbringen. Immer noch nicht alles gesehen. Ja, ja, also es ist echt Wahnsinn. Es gibt echt so viel Schönes zu sehen und man könnte sich noch mehr Zeit lassen. Aber wir werden bestimmt hier nochmal herkommen. Jetzt gehen wir erstmal zur Fähre und dann setzen wir über und dann geht's weiter. Eine eisige Nacht liegt hinter uns. Es war echt kalt.